Hi, hallo und willkommen zu meinem Video. Ja, jetzt erzähle ich euch mal, wie es jetzt mit den Möbeln aussieht, was da so Sache ist. Und ja, also, ich habe ja verschiedene Möbel für mich selbst ja gemalt. Ihr wisst ja schon, habe ich in einem anderen Video gezeigt. Und habe dann diese Möbel jetzt einem Schreiner dann gebeten, ob er mir einen Preis machen kann und mir sagen kann, was das kosten würde und wie das Budget dann, also wie das dann so wäre und ob das in mein Budget passt, wollte ich dann gucken. Ja, jetzt war es dann so, dass wir dann halt den Einbauschrank, da ist dann auch nochmal nachgemessen worden. Also ja, der Schreiner ist nochmal gekommen, hat nochmal alles gemessen, hat nochmal alles gefragt, hat nochmal verglichen und so. Und dann hat er auf jeden Fall die Möbel abgemessen, also hat er die jetzige Wand abgemessen, was sich verändert hat, weil wir haben ja Isolierung drauf gemacht. Dadurch ist hier ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr und so. Und ja. Also, ich muss mal ganz kurz die E-Mail öffnen, damit ich auch nicht die falschen Preise nenne. Ich möchte nicht. Ich sehe gerade etwas verstrahlt aus, aber das liegt jetzt am weißen Hintergrund. Ich möchte einfach nicht, dass es falsche Zahlen sind. Also, der Einbauschrank, der für uns hergestellt wird aus Zirbe. Das war mir wichtig, weil Zirbe hält Insekten fern und so. Liegt bei 6.980 Euro. Und damit ist der Einbauschrank weit über mein Budget allein schon. Und ja, dann habe ich hat meine Oma aber gesagt, sie ist so lieb und übernimmt einen Riesenteil und mein Papa und meine Mama übernehmen dann noch den Rest. Und dadurch ist jetzt der Einbauschrank, den konnten wir jetzt bestellen und der wird jetzt dann irgendwann in den nächsten Wochen dann auch geliefert werden. Das Gaming-Regal, das ich euch gezeigt habe, ist bei 1180. Und das Original, also das ich im Internet gefunden hatte, wo ich ja das, nachdem ich das machen lassen wollte, aus Echtholz und alles, das liegt bei, jetzt, ich versuche immer euch die Preise, damit ich auch wirklich damit so, das Original liegt bei 82 Euro, also ganz. Ganz schön krasser Unterschied. Also, da kann man jetzt nicht sagen, dass da nicht irgendwie, das war schon ein Riesenaufschlag, aber ist auch nicht Zirbe, sondern ist dann tatsächlich in Anführungszeichen nur Kiefer, also nur aus Kiefer und das war mir dann doch zu teuer. Dann die Kommode, wo Leo oben drauf sitzen sollte, die ist bei 1340 und auch da habe ich gesagt, geht finanziell gar nicht, ist einfach nicht machbar. Und dann das Regal ist bei 2750 und da wiederum muss ich sagen, auch wenn es teuer ist und auch wenn ich da ehrlich gesagt so Magengrimmen habe wegen Preis, das ist jetzt das nächste, was ich bestellen werde, wo ich auf jeden Fall auch Bescheid dem Schreiner Bescheid gebe, weil mit meinen Weihnachtsgutscheinen komme ich da nochmal auf 1100 weniger. Nicht sogar noch mehr. Nee, noch 1100 weniger, wodurch es dann bei 1650 wäre und das ist dann gerade so im Budget, ist immer noch unglaublich viel, weil es dann immer ein Drittel sogar zwei Drittel fast von meinem Budget insgesamt frisst. Aber es ist machbar. Also, und das Regal ist halt wichtig, weil das ist sowas, da kann ich leider nicht drauf verzichten. Ja, und dann den Schreibtisch, wo ich echt sagen muss, ich habe mir nicht irgendwie großartig, da waren nicht besonders viele Extras. Der liegt bei 3035 und das ist viel zu viel für einen Schreibtisch. Also es tut mir leid, das ist nicht machbar. Und das finde ich auch überteuert für einen Schreibtisch.
Und deswegen habe ich jetzt nochmal mir die Variante, die ich noch im Kopf habe, von Anfang an, nämlich die, dass man einfach, dass ich mir jetzt eine Tischplatte bauen lasse, also oder eine Tischplatte halt. Und damit die so 100 Kilo tragen kann, weil ich möchte, wenn ich eine Tischplatte jetzt mache, dann mache ich auf jeden Fall eine, die unglaublich stabil ist. Weil ich weiß, jetzt im Moment sind es, wenn es hochkommt, drei Bildschirme, vielleicht vier, wo ich dann draufstellen will. Den von meinem Arbeits-PC, dann den von meinem Gaming-PC und noch meinen, dann vielleicht noch einen, den gebrauchten Mac, den ich mal gekauft habe, den uralten. Und ja, und dann wollte ich noch, und dann bin ich noch am Überlegen, weil es jetzt gerade einfach so eine Überlegungsgeschichte von mir ist, ob ich nicht noch zusätzlich einen Bildschirm für den Mac Mini, damit der ein bisschen besser, damit das Bild nicht immer so wackelt im Sommerhalbjahr. Weil das war letztes Jahr so nervig, da hat ständig das Bild gewackelt. Das war, also wirklich, das war nervtötend. Und um das zu verhindern, überlege ich, ob da nicht noch so ein, also der lag jetzt, Stand heute, der Bildschirm bei ungefähr 400. Und da bin ich dann doch schon im, oh, sorry, ja, da bin ich schon am Überlegen, ob das nicht eine Überlegung wert ist. Aber das muss ich dann gucken und dann dementsprechend vielleicht auch noch sparen. Und das kann ja noch eine Weile dauern. Aber auf jeden Fall wäre es dann halt praktisch, wenn genug Platz und wenn der Schreibtisch genug auch hält, weil der Mac, der iMac, der uralte, der, also der gebrauchte, der wiegt 13 Kilo. Mein Drucker kostet, wiegt schon 13 Kilo, also sind wir da schon alleine bei 26. Und wenn dann auch noch Bildschirme dazukommen, die wiegen auch ungefähr pro 5, dann wären wir bei, wenn es 3 sind, 15 noch drauf. Dann sind wir bei ungefähr, ach, circa 40 Kilo müsste der Schreibtisch dann schon halten. Und ja. Und da möchte ich dann lieber, da muss ich da gucken, dass das dann auch funktioniert. Und die andere Variante, die ich aber auch schon überlegt habe, war, dass ich zwei Schreibtische nebeneinander stelle. Dann könnte ich, weil ich brauche ungefähr 2 Meter. Ich brauche 2 Meter Schreibtisch, weil sonst wird das mit den Längen von den Geräten nichts. Von daher mal sehen. Also das ist doch sowas, wo ich sage, mal sehen, mal sehen. Ja, und da habe ich jetzt mich nochmal informiert wegen der Tischplatte. Also die lasse ich mir dann auch vielleicht vom Schreiner machen, wenn sie denn entsprechend kosten würde. Aber das weiß ich noch nicht und da habe ich auch tatsächlich noch keinen Preis. Und aber für mich ist so der Kasus Knaxus von dem Preis nicht mehr als maximal 200. Wenn die Platte mehr als 200 kosten soll, dann m-m. Es ist dann für mich überteuert. Ja, und so habe ich jetzt halt über die Wochen und die Tage immer überlegen müssen, was ist wichtig, was brauchen wir, was ist finanzierbar, was ist im Budget drin. Und das war eine Menge Rechnerei. Ja, also das kann man nicht anders sagen, da rechnet man echt viel und oft rechnet man auch falsch und manchmal muss man auch nochmal neu rechnen. Und im Moment sind es auch ein paar Sachen, wo ich so circa Rechnungen machen muss. Und ja. Stressig. Es ist stressig. Aber auf jeden Fall bin ich. Ist der Einbauschrank schon ein bisschen anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Erstens, es wird jetzt, werden so Schwingtüren. Also, dass 2 Türen an jeden Schrank kommen. Und der Schrank besteht aus 3 Teilen, a jeweils immer 1,20 m. Was ich auch nicht so praktisch finde, weil mir wäre es lieber gewesen, wenn ich 1 Meter, 1 Meter und dann nochmal 1,60 m gehabt hätte, weil dann ja wegen Bettdicken und so. Aber es ist jetzt wie es ist und ja. Ja. Das ist eigentlich alles, was ich da dazu sagen kann. Und jetzt warte ich mal, wie das dann so wird und wie es aussehen wird.
und wann das geliefert wird. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie ihr euch vorstellen könnt. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal so was beim Schreiner machen lassen habt, ob ihr auch so unglaublich, ob es bei euch auch so unglaublich teuer geworden ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.